Zwischen den Flüssen Warnow und Beeke liegt umschlungen von satten Wiesen und dichten Wäldern die mecklenburgische Kleinstadt Schwan. Auf ihrer Flucht vor den großen Städten entdeckten die Menschen wieder die Faszination der Natur. Maler entdeckten den Ort und gründeten hier die erste Künstlerkolonie Mecklenburgs. Über Jahrzehnte wurden dann später die teils verloren gegangenen Kunstwerke gesucht, gesammelt und schließlich im Museum Schwan, einer sanierten alten Wassermühle, einer ständigen Ausstellung zugeführt. Landschaft komponiert aus Wasser und Licht. Die Künstler übermitteln dabei das Licht in Farbwerte, die Anfänge des Impressionismus, mit den Augen der Maler die Welt neu entdecken. Zuerst in Frankreich, später in Deutschland. Knapp 140 Jahre später, in dem beschaulichen Städtchen, tut sich was. Hoher Besuch ist angereist. Am 26. Oktober 2002 wurde das Schwaner Kunstmuseum eröffnet. Dieser 20. Geburtstag wird nun gefeiert und mit einer Städtepartnerschaft der französischen Künstlerkolonie Barbizon besiegelt. Das ist schon etwas wie der Ritterschlag in der internationalen Kunstszene. Und dazu ist auch extra eine französische Delegation angereist, unter Leitung des Bürgermeisters Gérard Taponat soll die Zeremonie über die Bühne gehen. Die Gründe, warum das kleine mecklenburgische Städtchen Schwan den Zuschlag bekommen hat, sind einleuchtend. Diese Entscheidung gab es drei gute Gründe. Beide Orte sind Künstlerkolonien, deren Werke heute in Museen vor Ort gezeigt werden. Der zweite Grund ist, dass beide Künstlerkolonien eine Schule gebildet haben, das heißt, eine bestimmte Auffassung, die Welt zu sehen. Der dritte Grund sind die Natur und das Licht, die beiden Orte und die Künstler besonders prägen. Zum Beispiel der Wald, die Landschaft oder das Licht der nahen Ostsee. Und ich möchte noch einen Grund hinzufügen. Beide Künstlerkolonien sind schon seit langem in Euroart, dem Verband aller europäischen Künstlerkolonien, verbunden. Es sind Orte des Impressionismus und Präimpressionismus. Das sind viele gute Gründe für eine Städtepartnerschaft von langer Dauer. Barbizon war die erste Künstlerkolonie Europas und Heimat so klingender Namen wie Van Gogh oder Monet, die Begründer des Impressionismus. Mit im Zentrum dieser Kunstrichtung steht auch der berühmte Komponist Claude Debussy, der sich selbst sogar als Schüler Monets bezeichnete. Und unter den Klängen genau dieser Musik werden nun die festlichen Ansprachen zur Gründung der Städtepartnerschaft gehalten. Et voilà, jumelage de ville, der Beginn einer ganz besonderen Städtepartnerschaft. Als ganz besonderer Ehrenakt wird noch die Persönlichkeit geehrt, der es federführend gelang, das Museum über all die Jahre aufzubauen und zu dem zu machen, was es heute ist. Ein Museum von Weltrang. Das ist eine große Ehre. Es ist nicht jeder eingetragen. Jemand, der überregional und lange Zeit für die Stadt Schwan tätig gewesen ist. Ich habe es ja in meinem Beruf auch gemacht oder als Beruf gemacht und dann darüber hinaus dann noch so eine Auszeichnung zu bekommen, das ist schon ganz was Besonderes, dass man eben nicht nur beruflich entlöhnt wird dafür mit dem Gehalt, sondern dass man letztendlich dann auch noch über die Zeit, die man doch ohne Anrechnung von Überstunden, wie auch immer, dann ans Bein rangesetzt hat, weil es einfach die Leidenschaft war, weil man es gerne gemacht hat. Und deswegen ist es doch hat mich sehr überrascht und sehr, sehr gefreut. Ein ganzes Leben für die Kunst. Zusätzlich mit den ehemaligen Künstlerkolonien Ahrenshoop und Hiddensee ist Schwan Mitglied der Euro-Art-Organisation, der 1994 in Brüssel gegründeten Vereinigung europäischer Künstlerkolonien. Zum Schluss des gelungenen Festaktes lud die heutige Leiterin des Museums, Annette Winter-Süß, noch zum Empfang in die heiligen Hallen des neu gekürten Kunstmuseums.
Ach, das war einfach ein toller Tag für gemeinsames kulturelles Erbe in Europa, für die Geschichte der Künstlerkolonien. Wir haben uns mit der Mutter aller Künstlerkolonien, Barbizon, verbunden in einer Städtepartnerschaft. Und das schafft die Grundlage für viele, viele Projekte für die Menschen aus Frankreich und aus Schwan, für Jung und Alt. Also das ist ein freudiger Tag. Schon mehr als einmal wurde Schwan als Barbizon des Nordens bezeichnet. Am Abend des 26. November 2022 zumindest sind sich Städte und Museen wieder ein Stück näher gekommen. Und wie unter Künstlern so üblich, ging der Festakt natürlich noch lange, bis tief in die Nacht hinein. Ein Jubiläum, an das man sich noch lange erinnern wird und das heute bereits schon wieder Geschichte ist.